Und weiter geht es mit Hollow Knight. Wir sind immer noch hier unten unter Mistmund und wollten gerade diesen auf der Karte nicht verzeichneten Weg folgen. Mal schauen, was da so ist. Okay, da oben komme ich wahrscheinlich schon mal nicht hin. Können wir hier so ein bisschen runter jumpen. Ah, Money! Ja, dann hat sich das ja gelohnt. Money nehmen wir immer mit. Aber sonst scheinen wir hier schon mal nicht weiterzukommen. Also wieder nach rechts. Jetzt die Frage, oben oder unten lang? Und da ist schon wieder das Fliegenvieh, was mich anspuckt. So. Hier geht's unten lang und da... Ah, ich weiß es nicht. Auf der Karte sieht man das auch nicht wirklich. Ah, doch, oben ist nicht verzeichnet. Da ist so ein ganz kleiner Schlitz zwischen den Wänden. Dann gehen wir doch mal oben lang. Gehen wir erstmal die falschen Wege. Wow. Was ist das hier? Irgendwie schick, ja. Und eine Bank. Ah, speichern. Und im Hintergrund, das sind wohl kleine, naja, ichs mit offenem Mund. Das hier so eine heiße Quelle sein, oder? Naja, auf jeden Fall richtige Entscheidung. Ach, schon wieder du. Mann, wie oft muss ich dich denn noch umbringen? So. Ist jetzt natürlich nicht auf der Karte verzeichnet, weil wir, wie Cornifer gesagt haben, noch nicht die richtigen Werkzeuge dafür haben, um die selber ein bisschen zu erweitern. Wir müssten eigentlich mal oben bei dem Laden vorbeischauen, bevor wir jetzt Richtung Boss gehen, aber diesen rechten Weg will ich jetzt noch bis zum Ende latschen. Dann könnte man wenigstens nachher einfach rechts runter und dann direkt zum Boss. Au. Käfer-Zombie. Zombie-Käfer. So, Money, Money, Money. Wir können noch nicht hoch genug springen, um da hochzukommen. Also ein bisschen hier an diesen Ekel-Superwürmern. Nein, das Geld! Mein Geld! Oh, da unten ist Money. Ich muss mich auch in jeden Scheiß vorbeiquetschen. Hauptsächlich viel Geld, ne? Schlimm, schlimm. Das wirkt mich im echten Leben nicht so. Da ist mir Geld nämlich relativ egal, aber in Spielen... Ein Spiel muss das sein. Okay, was hätten wir denn hier? Ich bin gespannt, wie sehr sich die Gebiete so verändern. Also ob man wirklich nur in so einem düsteren Stadtlook hier rumläuft. Oder ob da halt noch ein bisschen andere Arten von Ruinen oder wer weiß, vielleicht ganz andere Gebiete kommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie groß dieses Spiel ist. Also ich habe jetzt mal geguckt, Let's Play gesehen, das hatte schon über 100 Folgen. Also... Muss es, also entweder hat er wirklich 100% geholt oder es muss wirklich schon was Größeres sein. Jetzt die Frage, oben lang oder unten lang? Ich gehe einfach mal hier lang. Lapp, lapp, lapp. Da ist Geld. Da ist Geld. Da ist auch Geld. Verdammt. Toll, das fliegt ja alles in die Richtung. Ah ja, das ist die Gier. Okay, das muss reichen. Den Rest lasse ich mal da. Aber das hier hole ich mir noch. Noch mehr Geld. Da kann mir wenigstens nichts passieren, wenn ich hier rumgeier. Oh oh. Ich schätze mal, da oben war nichts mehr. Ne, genau. Da war der Wurm. Also sind wir hier schon ganz richtig. Warum sieht man sich nicht auf der Karte? Warte, wir müssten jetzt in dem zweiten langen Korridor sein. Oder sind wir schon durch? Ne, wir sind schon durch, ja? Oh, das war ein Schild. Okay, dann gucken wir erstmal, was hier in dem Raum so ist. Eine dicke, fette Fliege. Ist das wieder so eine Babyfliege? Nein, ist das so eine Spockfliege. Also ich habe auch gesehen, es gibt bald wohl eine Erweiterung, die Leute, die das Spiel besitzen, kostenlos dazukriegen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es ist, für Leute, die das Spiel noch nicht haben. Die kommt am 3. August, wenn das so alles noch stimmt. The Hidden Dreams, glaube ich, heißt es. Und naja, wenn wir eh gerade dabei sind, wir haben jetzt 4 Tage vom 3. August, können wir das ja direkt mitspielen. Also bin ich jetzt da unten, ganz rechts unten, unten links ist so eine Tür offen, da bin ich, glaube ich, rein. Das ist auch wieder nicht auf der Karte. Was ist das? Soll das Behausung sein? Einfach mal gucken. Wow. Verdammt, da komme ich nicht rein. Nein.
Schade. Also Sackgasse. Irgendwann kommen wir da rein. Das ist ja geil, auch wie das hier so alles nach vorne gezogen, nach hinten gezogen, dieser kleine 3D-Effekt im Spiel ist. Sehr schön gemacht. Okay, wir könnten jetzt nach der Karte hier unten rechts noch lang und dann nach oben. Gehen wir mal hier lang. Da ist wieder so ein Fokus-Ding, wir haben hier voll Fokus. Fokus-Schrein, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Bis jetzt weiß man halt über die Story auch nicht viel. Wir haben jetzt dieses große Ei gefunden. Das wird wahrscheinlich noch ein Mysterium sein. Und sonst erkunden wir halt erstmal das verlorene Königreich. Aber warum wir hier sind, weiß ich auch nicht. Was ist das? What the? Will ich das? Oh, da geht's auch noch hoch. Verdammt! Ist das ein Boss? Jetzt müssen wir eigentlich in einem komplett neuen Gebiet sein, was wir noch nicht auf der Karte sehen. Na toll. Jetzt hat er wieder seine kleinen Babys. Oh Gott, ich töte sogar Babys. Ich gehe über Leichen. Jetzt geh doch mal kaputt hier. Und jetzt holst du trotzdem noch Babys, ja. Okay, wenn es gleich hier nicht weitergeht, dann muss ich mal gucken, dass ich das Vieh platt mache. Könnte das der erste Boss sein? Aber das Bosszeichen war ja... Au. War ja eigentlich oben links irgendwo. So sehr habe ich mich jetzt auch nicht auf der Karte verlaufen. Oh, verdammt. Wenn ihr übrigens Vorschläge habt, was Tim und ich oder nur ich oder nur Tim mal let's playen sollen, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann werden wir uns das mal anschauen. Im Moment machen wir... Aua, du kleines Mistvieh. Im Moment machen wir eher so frei Schnauze, worauf haben wir Bock? Ich meine, klar, wenn wir keinen Bock auf das Spiel haben, was ihr uns vorschlägt, dann werden wir es auch nicht let's playen. Aber vielleicht ist es ja eins, was wir uns schon länger überlegt haben oder was wir eh in Aussicht hatten. Na toll, jetzt geht's hier nach... Könnte das da oben die Ritze sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin verwirrt. Okay. Oh, es tut mir leid. Aber da, obwohl... Ich probiere jetzt mal was. Oh, das geht! Krass. Ich dachte echt, ich komme hier nicht lang. Wieder eingerettet. Wie viel es wohl gibt. Wir werden sie alle finden. Und dann werden wir den Vaterlösegeld einfordern. Vielleicht gibt es auch was anderes als Geld, als Belohnung. Ich frage mich auch, ob es so Lebenscontainer oder sowas gibt. Oh Gott. Ich bin zu geldgeil, ich merke schon. Ich muss mir das abgewöhnen. Aber hey, solange es funktioniert... So, jetzt die Frage, wo kommen wir hier raus? Ich brauche echt so eine Scheißkarte. Alles klar, du kannst schon ein bisschen mehr. Okay, dreimal zuschlagen. Scheiße, hat mich zweimal getroffen, die Sau. Das ist jetzt das ganze Spiel so, dass ich mich nicht auf der Karte sehen kann. Ach, verdammt. Hey, wo bist du? Okay, der hat sich selbst verabschiedet. Er läuft dann rum, ich höre ihn, aber das war's auch. Oh, wo sind wir jetzt schon wieder? Ich bin so verzweifelt hier. Ich höre was. Ist das wieder so eine Raupe? Oh, na, verdammt. Das war eigentlich doof halt. Was ist das hier für ein Weg? Oder bin ich jetzt beim Bossweg? Warte, jetzt können wir mal gucken, wenn wir hier nach unten gehen und... Ja, Tatsache, wir sind jetzt im Kreis gelaufen. Wir sind rechts hoch. Aber da müsste hier noch nicht der Boss sein. Da müsste hier dieser kleine Abzweig da sein. Eine Bank! Was ist das hier? Ein Automat mit dem Symbol eines Hirschkäfers. Geo ein... Ah, die Währung heißt Geo. Ja, 50. Haben wir doch dicke. Wow. Das Tor geht auf. Eine Glocke. Oh. Der sieht ja cool aus.
Sei gegrüßt, kleines Wesen. Es ist lange her, seit ich zum letzten Mal das Läuten der Stationsglocke gehört habe. Ihr Echo erklang in den Hirschkäferwegen und rief mich zu dir. Ich bin über die vielen Jahre unbeweglich und müde geworden und habe viel vergessen, aber der Klang der Glocke wird mich immer zurückrufen. Diese Hirschkäferwege ziehen sich durch die Tiefen von Heilands Nest. Willst du sie bereisen, rufe mich von der Plattform aus, ich bringe dich zu deinem Ziel. Okay, das klingt ja schon mal ganz gut. Das ist lange her, aber ich erinnere mich noch an die Zeit, als diese Straßen und Kreuzungen voller Leben waren. Auf diesen Pfaden habe ich in meinen ersten Reisenden befördert, als ich jung war. Diese Reisenden sind längst fort, doch ich bleibe. Nun scheint es nur noch dich und mich und die verborgenen Wesen um uns herum zu geben. Der letzte Hirschkäfer. Oh. Begierig darauf, die Hirschkäferwege zu bereisen? Hüpfe einfach auf die Plattform, gib mir ein Signal und wir machen uns auf den Weg. Alles klar. Auf geht's. Okay. Mistbund und vergessene Wegkreuzung. Ja, dann gehen wir nochmal zurück und holen uns im Kartengeschäft mal so ein paar Sachen. Ich hoffe, da können wir ein bisschen von der Kohle runterkommen. Nicht, dass ich doch noch verrecke und dann war's das. Das war ja ein schneller Ritt. So. Oh, ein Aufzug. Okay. Was ist das für ein Schalter? Oh, die Tür ist aufgegangen. Ah, sehr cool. Das heißt, wir haben immer so kleine Wegpunkte, wo wir uns immer so... Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas hier sehen würde. Die Hirschkäferstation hat geöffnet. Das Gebäude ist stillgelegt, seitdem ich mich erinnern kann. Oh, ich habe die Geschichten der glorreichen Linien gehört. Ein Netz aus Tunneln durch das Königreich. Nicht, dass ich damit reisen würde, lass dir das gesagt sein. Mir geht es genau hier ziemlich gut. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Naja, ich meine, der ist ja auch schon was älter. Der hat bestimmt keinen Bock mehr auf so einen Scheiß. So, das muss dann Iselda sein. Im Gegensatz zu ihrem Mann ist sie ja ziemlich heiß, ne? Wenn man auf Käfer steht. Bist du gekommen, um eine Karte zu kaufen? Eigentlich müsstest du mit meinem Ehemann Geschäfte machen. Doch Überraschung, er ist wieder dort unten unterwegs. Ach ja, Arschloch. Gelegentlich taucht er wieder auf, um neue Karten für deinen Laden vorbeizubringen. Doch ich wünschte, er würde ein bisschen mehr Zeit hier oben verbringen. Ich interessiere mich selbst nicht wirklich für den Handel. Nun denn, lass uns doch sehen, was ich zum Verkauf anzubieten habe. Wegeskompass, unbedingt zu empfehlen. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Weg durch das Labyrinth von Ruinen unter uns zu finden, versuche es mit diesem Talisman. Er bestimmt deinen Standort auf der Karte genau, extrem nützlich, um sich in unbekanntes Terrain zu orientieren. Gekauft. Definitiv. Oh, rüste ein Talisman aus, um seine mächtigen Fähigkeiten zu aktivieren. Um ein Talisman auszurüsten, öffne das Talisman-Menü, während du dich auf einer Bank ausruhst. Okay, können wir gleich machen. Feder, die hier wirst du brauchen, wenn du deine Karte mit neuen Gegenden versehen möchtest, die du erkundest. Die ist unerlässlich für jeden, der die Kartografie ernst nimmt. Das heißt, wir können damit die Karte erweitern. Gekauft. Definitiv gekauft. Banknadel, Kokonnadel, Verkäufernadel, Hirschkäfernadel, heiße Quelle, da waren wir doch vorhin, oder? Diese Nadel markieren Bänke und andere Rastpunkte auf deiner Karte. Nützlich, wenn du erschöpft bist und einen Ort suchst, wo du dich hinsetzen kannst, okay? Hast du diese wunderschönen blauen Kokons gesehen? Ich habe ihn da hübsch, aber empfindlich. Sind das die Dinger, wo der Fokus rauskommt? Sonst wüsste ich jetzt nicht, was blaue Kokon sein könnte. Verkäufernadel. Benutze die Nadel, um Warenhändler oder andere interessante Käfer, denen du auf deinen Reisen begegnest, zu markieren. Du solltest immer wieder mal bei ihnen vorbeischauen, um zu sehen, wie es ihnen geht. Ich bin sicher, das würde ihnen gefallen. Ja. Hirschkäfernadel. Diese Nadel markieren jeden Hirschkäferstation, die du besucht hast. Sie müssten einmal sehr belebt gewesen sein, als die Hirschkäfer noch dort vorbeigekommen sind. Und heiße Quellennadel. Ich habe diese Nadel gestaltet, um die heißen Quellen des Königreichs zu markieren. Ich selbst habe noch nie einen besucht. Ich frage mich, ob Cornifer mich irgendwann einmal dorthin mitnehmen kann. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin sicher, dass du bis dahin mehr Verwendung für diese Nadel hast. Ja, denke ich auch. Also, ich glaube, Cornifer bleibt noch ein bisschen da unten. Ja, gut. Also, Hirschkäfer, die zwei Stationen, die wir haben, können wir uns noch merken. Heiße Quelle, die eine. Ja gut, können wir uns auch merken. Verkäufer, haben wir bis jetzt nur dich. Kokonnadeln waren jetzt nicht so. Komm, dann nehme ich noch die Banknadeln. Dann wissen wir wenigstens, wo wir ein bisschen speichern können. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich mich auf die Bank setze, müsste ich jetzt... So. Ah, Karte aktualisiert.
Um mein Talisman auszurufen, öffne das Talisman-Menü, während du dich auf deiner Bank, einer Bank ausruhst. Okay, Talismane, das war ja leicht. Wegeskompass, flüstert dem Träger seinen Standort zu, wenn er eine Karte öffnet und lässt ihn so genau die Lage bestimmen. Okay, ausgerüstet. Da können wir noch einen ausrüsten, wenn wir noch einen hätten. Preis, Sockel. Wir können im Moment drei Sockel, also den Preis von drei Sockeln bezahlen. Der kostet einer, also haben wir noch, können wir noch einen ausrüsten und der darf maximal zwei kosten. Also ganz schön viele hier. Gucken wir noch auf die Karte. Ah ja, jetzt sieht man tatsächlich auch die anderen Wege, die wir gelaufen sind. Da sind wir noch ein paar offen. Und da, wo der kleine Larvenboss war, müssen wir auch noch hin. Da links geht's auch noch runter. Oh Gott. Ja, da kann ich euch, kann ich mit der Maus? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich dachte, ich könnte mit der Maus vielleicht so ein bisschen rumzeigen. Da haben wir noch einiges zu tun. Vor allem, das ist bis jetzt die Oberwelt. Sind halt nur die zwei Gebiete, wo wir waren. Wer weiß, wie groß das noch wird. Ah, Karte und Feder. So, und ich würde sagen, auf dieser wunderschönen Bank machen wir noch einen kleinen Cut. In der nächsten Folge werden wir dann, denke ich mal, diese Larve killen. Dieses Riesenvieh, da unten rechts irgendwo. Und uns auf dem Weg zum ersten Boss machen. Und vielleicht noch da rechts diesen Weg gehen, der noch nicht gegangen wurde. Ja, sehr schlau. Und wir müssen noch zu den Larven-Opi unsere Kohle abholen für unsere hart verdiente Larvenrettung. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.